Moin moin und willkommen zurück zu Guild Wars 2 auf der neuen Karte. Wie heißt die eigentlich? Drachensturz. Drachensturz. So, ihr seid da schon munter fröhlich am Hoppeln. Sehen, schauen wir mal, wie da hochkommen. Nicht ganz weit genug. Ach, hier hinten wir mal so ein bisschen. Ah, du hast ja gar keinen Greif, ne? Nein. Das ist ein wirklicher Nachteil auf dieser Welt. Hier gibt es sehr viele, sehr krasse Höhenunterschiede. Wie man da hinten auch schon sieht. Haben wir da ein Stückchen Flügel von Kreikatorik, oder? Das war richtig. Na, der abgeschossene, ne? Das sieht danach aus, ja. Warte, so. Ich habe ihn noch nicht gesehen. So, wo müssen wir denn hin? Okay, da unten etwa. Dann würde ich vorschlagen, die Sehenswürdigkeit. Das Hinterteil. Also okay. Man kann irgendeinen Weg gehen, dann man muss ja. Die Karte mehrfach laufen. Genau. So für Erfolge. Und das habe ich mir schon gedacht. Damit man Händler freischalten kann. Das ist genau das, was ich noch nicht verstanden habe. Was muss ich tun, damit diese komischen Händler mit ja, mir... 10 Events pro Lane abschließen. Müssen das eigentlich 10 unterschiedliche sein? Das ist völlig wurscht. Es müssen bloß welche sein, die mit Paktfortschritt zu tun haben. Also, dass du irgendein Veteran klopfst, der nichts mit Fortschritt zu tun hat, das hilft nicht. So, klippen wir hier ein paar. Dann gehen wir so ein bisschen die Storypunkte lang und nehmen mit, was auf dem Weg liegt. Adrian gar nicht beim Reset. Also ich habe im Augenblick so wenig Zeit, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch. Nicht so viel Zeit. Ja. Ich habe aber Drakat ja auch schon geschrieben, dass es sein kann, dass ich bis nächste Woche erstmal nicht komme. Ach, dann hat. Ich muss mich daran gewöhnen, endlich Autoloop zu haben. Ein ganz neues Feeling. Seid echten Schaden anzurichten. Seid ihr mit dem Auto schon fertig? Nee, wir sind gerade dabei und dazu habt ihr dann auch noch Gesellenprüfung nächste Woche. Ui. Oh, gut. Geselle als was? Als Elektriker, Elektroniker. Schön hat sich das mittlerweile. Okay. Bist du übernommen, wenn ich fragen darf? Ja, wenn ich das wollen würde, bestimmt. Aber willst nicht? Also erstmal gut, schon, noch aber nicht. Danach habe ich, oder würde ich gern studieren. Oh, okay. Aber erstmal viel Glück für die Prüfung. Ein Ingenieur ist nix zu schwör. Genau, sowieso nicht. Hier rumliegt, sind das seine Hautschuppen oder was? Ja, diese Stäubchen, das sind die Snap-Währungen. Die werden kryptisch angezeigt, ne? Dieses X da oder was das ist? Ja, das gelbe Zeichen. Doch für die Home wieder. Okay, kommen jetzt gerade nicht unserem eigentlichen Ziel näher, aber das macht nichts. So, naja, halt hier erst durch. So, jetzt kommen wir wegen 3 grünen Kreisen, ne? Aber was müssen wir jetzt machen? Ja. Voltet hier, Alex, völlig sinnlos.
Ja, ich habe gesehen, hier ist Mithril. Ja. Ja. Ich habe gerade 9000. Man kann es halt nicht lassen. Oder 11.000, ich weiß gar nicht, wie viel. Waren. Ole, wieso brauchst du noch 9-6 Tage für dein Großschwert? Was ist Weil da los? Ich mal mit der Wüste gemacht habe. Und ich dachte, ich kann dann einfach diese Begräbnis-Dinger einfach das Deck holen, wenn ich genug Mats habe dafür. Währung habe. Und dann kannst du davon nur maximal 18 Stück am Tag machen und auch nur, wenn du jeden Tag die Barbie-Herzen alle machst. Sonst nur 10. Aber kannst du die nicht gegeneinander tauschen? Ja, aber nur 10 am Tag. Ja, nee, ich meine, man kann zumindest die Kristallinbarren in diese Items umtauschen. Ja, genau. Weißt du, ich hab die anderen Gaben alle auf Wüste gemacht. Ach so, okay, und ja. Dann muss man das, na gut. Ja, dann brauche ich halt das mit den Dingern. Naja, jetzt sind es auch Montag. Ups, jetzt gibt's Aua, da müssen wir. Hier können wir nicht rein. Hier können wir nicht durch. Müssen wir rausgehen. Na, oder auf dem Rochen, ne? Oder gar nicht. Ja, doch, das hier geht auf dem Rochen. Okay, sag doch. Das ist nicht dieser andere Brand, wo man direkt stirbt. Warte. Wo ist denn der Scheiß? Musst du einmal kurz mein Rochen kaputt. Leiste unten. Ja, meine Leiste. Das heißt Penis. Das kaputte Ding an der Leiste. Scheiße, ey. Ja. So, ich guck mal, wo jetzt hier das scheiß Lager ist. Vorne ist das doch gleich. Okay. Also das Lager ist in südlicher Richtung. Ha? Das Lager ist in südlicher Richtung. Hier liegt einer, dem helfen wir doch, oder? Ja, ich steig da nicht ab. Wir liegen gerade nicht. Nee, hier kannst du drauf steigen. Hier kann man wieder absteigen. Dann machen wir ein paar Kills. Sehenswürdigkeit. Der Wabi-Karte, oder wie heißt die andere da, wo man das auch hat? Wabi. Moment, Wabi, ja genau. Da macht der Brandsturm mehr Schaden. Also hier ist nicht so schlimm. Ja, hier gibt's aber den einen Brandsturm, der dich gleich instant tötet. Ne? Genau. Wo ist denn diese Scheißlager jetzt? Das ist im Süden. Aber ich lauf mir bloß nicht hinterher. Ich bin hier völlig falsch. Ja, ich bin zu spät. Ich versuche mich hier noch so ein bisschen zu retten. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Ach komm, das muss doch klappen. Einfach auf dem runter und aufs Kanickel gehen und schon geht's. Ja, jetzt auch. Hier ist ja kein Sturm mehr. Oder wollen wir zurück zur Wegmarke und dann einfach südlich laufen? Wozu? Also hier ist nicht so falsch, ne? Hier okay. Gibt's auch ein Lager. Ja, ich auch. Ja. Okay. Jetzt bloß gerade nicht. Wir müssen hier nach unten. Genau, da wo ihr seid. Schon fast richtig. Ihr seid. Also, ja, wo ich bin, ist die Wegmarke. Okay. Genau. Wo du bist, ist die Wegmarke. Wo bist du da? Achso, hier bin ist ein Ding. Euch. Da musst du mit dem. Ach, da. Ist schon wieder mit dem Strom. Achso. Hier ist so ein Tunnel, da kannst du mit dem Käfer durchrollen. Wo du bist, ist die. Ach, da im Dunkeln. Bei mir noch zu ist. Genau. Und was konntest du denn da gerade fliegen? Relay-Linie. Ah. Ah ja, da ist es. Achso, du bist abgesprungen, okay. Ja. Ich bin gleich bei euch. Ich finde diese Map ohne den Flugmount auch echt fürchterlich. Ja. Ja, werde ich feststellen. Obwohl, ich habe sehr. Kanickel? Ich habe sehr. Oh, die hat doch einen Rochen. Ja, gut, nee, soweit ich das nicht. So. Warte, ich bin noch nicht bei euch. Ich auch nicht. Ich sehe irgend so einen ekelhaften Wurm. Okay, aber hier ist doch auch so ein Timey-Symbol, ne? Das können wir doch auch gleich nehmen. Hier ist doch auch nördlich von uns dieses Timey-Symbol. Dieses WLAN. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob es einen Erfolg gibt oder ob das völlig Wurst ist. Adrian hat schon Wochen. Wochen, sag ich. Das schlug die aber nur. Wo seid ihr denn? Nur. Ja, an der Wegmark. Ganz hinten? Ist und. Ja. Oh, du Drecksfede. Kann man echt nicht fliegen? Das sollte man wohl. Das nur ist nicht permanent. Aber ich hab. Das jetzt rechts von dir kommt ein Ding, wo du mit dem Käfer durchrollen kannst. Kann aber auch sein, dass es offen ist. Achso, jetzt, du fliegst rüber, okay. So, und dieses Lager ist jetzt auf Rang 2. Jetzt kann man hier Events machen. So immer wieder von der Startwegmarke irgendwas herbegleiten. Oder irgendwelche Doljaks eskortieren oder irgendwelche Angriffe, die gefahren werden, verteidigen, bis das dann nicht was, hier ist. Wenn was alle brauchen Lager, die hier? Ja, Events. Durch Events steigen die aus. Ja? So, dann schauen wir, ob wir erstmal zum WLAN-Symbol kommen. Er meinte, er sei so alt wie die. Dann sehen wir, wie wir da hinkommen. Moment, da ist ein Aufwind. Ich vermute gerade mal, vielleicht über die Aufwinde. Possible. Probieren wir mal das aus. Oh. Nochmal, das klappt so nicht. Wenn man einen Weg findet, gebe er Bescheid. Ohne Greif. Kann euch auch hochporten, ich weiß aber nicht, wo das WLAN-Symbol ist. Das klappt tatsächlich über, ich markiere schon mal, klappt über die Aufwinde. Ja, das sieht gut aus. Seid ihr denn überhaupt? Könnt ihr mal einen Marker setzen, weil wenn wir die Story nicht gestartet haben, dann sehen wir das nicht. Ich habe einen Marker zum Symbol da hingesetzt. Da wo ihr steht, ist das überhaupt? Noch die Kompotti und ich sollten in der Nähe sein. Noch kann sich hier nicht aktivieren, aber von der Höhe. Es könnte auch sein, da unten da eine Inanna, tiefer, eine wo Inanna steht. Da, genau. Okay, kommt schon. Verbündete. Verständigen. Hören wir mal kurz an. Warte, wer war da? Seid ihr alle da jetzt? Nein, nur Inanna, Olli und ich. Ja, du kannst auch noch eine halt. Story machen. Ich sehe das Ding gar nicht. Ich könnte euch Braham schicken. Meine Markierung nicht? Persönliche Wegmarke? Ist das, weil wir im Einsatztrupp sind? Wo bist du denn? Ach, der gibt mir mal Leutnern. So, ich hab jetzt hier mein Teleport zum Freund. Ach, genau, bitte. Ja. Okay. Aber ich sehe das hier. Okay, ach so, das jetzt. Könnt ihr nicht, aber ihr könnt auf der Karte sehen, oder? Dann ich kann zeige das ja ich gerade mal, wo das von der Living Story ist. Ich male es gerade mal in der Karte ein. Also einfach zusammen hinlaufen. Ich laufe hinterher, fertig. Okay. Hier. Was? Wie? Also gut. So, wer geht vor jetzt? Ich Olli. Versuche mal vorzugehen. Also ich muss noch ansprechen. Ansprechen? Achso. Ich warte hier kurz. Nachdem wir hier drüber sind. Aber Ole, für das war und hier und dann so ein richtig schöner Drachenskin. Ja, das sieht doch bestimmt richtig gut aus. Oh. Im Augenblick sieht's aus wie Tiny. Ja, stopp. Was seid ihr denn jetzt? Gegenüber. Wo kommt die Minimap? Siehst du uns? Halten. Ja. Ja, ein bisschen Stäubchen hier. Da den Weg dann runterlaufen.
Dann nehme ich die Wegmarke mal weg. Das ist nur eine Vermutung, ob man da dann auch wieder durchkommt. Aber wir haben was auf der Karte abzuarbeiten in der Richtung. Deswegen sehe ich das als nicht verkehrt. Ja, mit der Karte. Also hier können wir nicht durch. Wenn wir da jetzt reingehen, sterben. Okay. Da kann man aber die rein. Sehenswürdigkeit ja, sie, aber haben wir. Okay. Dann. Also hier muss man halt ein paar Mal das Meta machen, ne? Ja. Schauen wir mal den Weg hier rein. Die Story noch nicht, oder? Also ich habe es für mich ehrlich gesagt noch kein Mal gemacht. Okay, Höhle. Ach, Schuppen. Schuppen? Ja, für den Erfolg. Ja, die habe ich schon. Hast du die ersten beiden Tage schon fertig, oder? Nein. Dann würde ich sagen, zur Anfangswegmarke kurz zurück. Okay. Das sollte dann Kommandopack schneller gehen. Ja, man muss ja irgendwie 6 Tage oder so warten. 5, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Wovon sprecht ihr? Auf das Reittier. Da gibt es eine Sammlung. Ja. Und die ist time-gated. Okay. Also ganz letzte Sammlung kannst du nur einmal am Tag machen. Okay. Und dann musst du 5 Sachen holen und das sind dann. Wir gehen normal. Jetzt gerade durch, hier unten. Hier unten, genau. Genau, Sascha, nicht den. Ja. Okay. Durchs Gras, grüne Tor. Ja, ist richtig krass. Oh, hier sind ein paar Art Champions. Hui, das sieht ja interessant aus. Essenz des Eichenherzes. Na, die kennen wir von Draconis Mons. Ach so, die sind das drin. Ja. Okay, kurzer Blick auf die Karte. Links, den Champion, wollen wir es probieren? Ja, klar. Hier, ja, hier. Ja, auf der Natur. Ah, schön. Ganz nah dran. Der nächste, bitte. Oh, shit. Ui. So, ohne Heal. Alter, wer hat euch ja richtig drin gehauen? Ja, da waren noch Pilze. Au. Ja, die Pilze sind hier. Da richtig viel Schaden machen, haben wir ja nicht gerade. Nee. Bau darauf, dass hier noch irgendwer vorbeikommt. Einer ist hier neben mir schon. Weiter. Ja. Danke. Nicht jetzt! Nicht fehlen! Unter 50% haben wir ihn.
Nur noch ein Viertel. Stolpchen hinter uns. Hinter uns. Da. Dieses Ding. Ich lass dich nicht sterben. Hier ist noch irgend so eine Träne. Achso, das ist für so ein Event, wo du abgeben musst. So mache ich das. Ja, Sammeln das ist das Lager schon mal. Achso, okay. Hier ist es so wie in der Grasgrünschwelle. Also wenn die Lager sich nicht weiterentwickeln, dann gibt es noch keinen Meter. Fertig. Ja, dann bleibt alles ewig so. Ah, so ein Schößling nehmen wir mit. Ja, also die ersten Wochen sollten wir ja Glück haben. Mit genügend Spielern. Die anderen Maps sind auch noch gut besucht. Ich habe heute hier Dings ganz oben besucht, also die war auch noch. So. Ja, hier gibt es auch gut Loot. Also lohnt sich die Map. Solange Erfolge zu machen sind. Okay, ich muss kurz auf die Karte schauen. Okay. Ich glaube hier unten. Ja, nee. Och, komm schon, Teddy da hoch. Sollten hoch, also so. Pi mal Daumen. Leute, beschützt das Dorf! Da kommt eins von den Escort-Events. Ja. Dann machen wir es mit. Ja. Ist auch grob in der Richtung, wo wir hinmischen. Oh. Bis jetzt unsere Sensoren platzieren, richtig? Also so drei grüne Kreise auf der Map? Nee, untersucht das Gelände. Das ist dann soll es ein paar Kills machen, glaube ich. Erstmal müssen wir einfach nur irgendwo hinkommen anscheinend. So, aber an der Stelle machen wir mal einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao.